Yeah, let's see how you do under pressure. Wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm cash. I get to the paper, boy. Guten Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Als allererstes möchte ich mal sagen, danke für den ganzen Support auf die letzten Videos. Ich habe gemerkt, das gefällt euch. Lasst auf jeden Fall Likes bei den Videos da, weil ich poste jetzt nur noch einmal die Woche. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Zweite Sache, Köln, Bonn. Airport. Wir sind in Köln. Freut euch auf diesen Vlog. Es wird sehr, sehr spannend. Wir werden sehr viel machen. Wir werden auf jeden Fall bei Kebabland vorbeischauen. Ich denke, morgen werden wir dann noch dieses Bang Bang abchecken, weil das haben mir alle geschickt. Keine Ahnung, was da abgeht. Wir gehen heute auf ein Konzert, Ladies and Gentlemen. Die erste Arena-Show. Ja, Randy ist ja komplett crazy. Den Rest erzähle ich euch im Hotel. Also was schon mal ziemlich geil ist, wir sind hier im Rewe am Flughafen und ich werde abgeholt. Ich bin nämlich nach Köln eingeladen über Snipes. Ich weiß die ganze Story nicht genau, aber ich werde euch das gleich erklären. Jetzt hole ich erstmal einen kleinen Energy Drink für uns, weil der Mann holt mich einfach vom Flughafen ab. Service 10 von 10. Ey, und weißt du, was ich glaube? Das sind diese Chips von diesem Rob, Crispy Rob. Und ich, als wirklicher Chips-Prof, kaufe davon einfach mit Meersalz, natürlich. Das reicht dann aber auch. Das finde ich auch sehr, sehr wild. Aber das hier, absoluter Endgegner. Du bist ganz am... Was geht, Alter? Als Fit, Bro. Danke fürs Abholen, Bro. Gerne. Was geht sonst, Bro? Nix, Alter. Arbeit. Wir sind lang ersehnt mal wieder in Köln, Ladies and Gentlemen. Und der Plan wird jetzt folgender sein. Entweder das Frühstücken holen und dann schauen wir uns mal... Das ist Snipes Büro, oder? Kann man das so sagen? Ja, Head of. Head of Snipes Deutschland. Ja, Headquarter. Da gehen wir jetzt rein. Yes. Gare. Oh, who the fuck? That guy. Paul Panzer. Da gehen wir später rein. Ich glaube, das ist eine der größten Arenen irgendwie Deutschlands. Ja. Karlsberg. Hier sind auch immer voll viele Konzerte. Und direkt daneben ist das Victoria. Hier ist immer alles voll, wenn Konzerte sind. Ich werde euch ja jetzt nicht so viel zeigen. Ich will den Leuten da drin auch nicht auf den Sack gehen mit der Kamera. Aber wir schauen uns jetzt Headquarter von Snipes an. Garein. Basketball Court haben die auch. Alles. Habt ihr auch Snipes Basketbälle? Ich glaube schon, wir haben es irgendwo rumliegen. Dings, einfach der Typ von Blade ist das, oder? Wesley Snipes. Habt ihr das gemacht wegen dem Namen? Ja. Der ist eine absolute Legende, der Typ. Also, Ladies and Gentlemen, ich weiß nicht, was man da drin alles zeigen kann. Ich habe das ja gerade schon erklärt. Wir schauen aber jetzt rein. Chip und so. Hi, Snipes, würde mich hier mal bewerben bei euch. Wir schauen uns jetzt als erstes mal Gym an, oder? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier durch. Ich zeig dir mal ein bisschen was. Jetzt können wir müssen das erst mit denen absprechen. Okay, dann schauen wir da doch noch nicht hinter. Ey, ganz kurze Frage, sind das diese Skepta-Shocks? Ja, doch. God damn, die wollte ich so heftig haben. Hab 2019 oder so habe ich die geholt. Stark. Also hier links kann ich dir gleich zeigen, das ist aber Kantine. Aha. Wir sind am Plan, ob wir vielleicht in der Kantine essen dürfen, oder? Mal gucken. Ey, das ist super ausgestattet, oder? Ich sag dir, ich war bin zum zweiten Mal hier drin. Du musst öfters hier rein, mein Bro. Ja, tun. Mein Bro. Hier, Dings, kennt man. Alles. Das ist eigentlich immer auf. Du kommst immer mit Chip rein, auch am Wochenende. Das ist schon Luxus. Also Luxus-Arbeitsplatz, wie sagt ihr so? Ich war geschockt, als ich das gesehen habe. Crazy. Michael Jordan hatte seine Hand irgendwo hier oder so. Die haben einfach einen eigenen... Der ist sogar so mit Gummi. Das ist so dieses richtig gute Court. Hier wird auch ein bisschen gespielt, wie ich sehe. Schon, gell? Die ein oder anderen Enkels kaputt gemacht. Ich kann das mal sagen. Also ja, das war auf jeden Fall eine ganz kleine, kurze Tour bei dem Snipes Headquarter. Adi Divacci. Also, Ladies and Gentlemen, wir machen uns auf jeden Fall auf... Wow. Brechen kurz verlernt. Wir machen uns auf jeden Fall auf den Weg zu Tanika. Ich habe nur Jakob erklärt, dass ich auch filme. Und er hat gesagt, hey, ich schick dir was. Da gehen wir hin, gehen wir jetzt Mittagessen. Und Kebabland, passt auf. Es wird keinen realeren Moment geben, um euch Kebabland nochmal zu zeigen. So, ihr habt Kebabland schon gesehen, wir haben da ein dickes Video gedreht. Aber nachts, nach dem Konzert, werden wir zu Kebabland gehen. Takumi in Köln. Es gibt kein Köln ohne diesen Mann. Alles super, Bro. Wie geht's, mein Bruder? Was hast du? Warte, du musst hier kurz mal für die Zuschauer. Du hast hier das rausgesucht. Warum? Super Mittagsmenü hier. Ah. Guck, zeig dir hier. Ja, obwohl das ist die Abendkarte, aber ihr kostet also so 16, 17 Euro mit Salat und so. Und solides Essen, sagst du? Und der Kölner Foodtester Max war auch schon jetzt. Okay, dann ist... Was suche ich dann hier eigentlich? Dann. Verify. Danke. Wollen wir haben, das ist ein bisschen größer. Wir wollen. Ja.
Grundsätzlich ist es so, dass wir zu jeder Speise, die auf der Karte steht, immer eine Vorspeise aufs Haus mit anbieten. Ja, also ihr könnt euch heute aussuchen, ob ihr eine Tomatensuppe oder einen gemischten Salat als Vorspeise haben wollt. Als Fisch des Tages haben wir heute, das steht hier unten, einmal Seelachs, da sind Brokkoli und Rosmarin als Beilage dabei, beim Fleisch auch, wenn das Bescheid ist. Die weiße Bolognese. Weiße Bolognese? Die ist sehr lecker. Ja. Carbonara ist auch gut. Ah, esse ich jetzt Calamari oder White Bolognese? Oha, das ist österreichisches Wasser, oder? Garé. Ich weiß nicht, ob man das mitbekommt, aber der Vibe hier drin ist sehr, sehr nice. Ich feiere das. Das ist so ein richtig schöner Laden, um mittags essen zu gehen. So gediegen, gelassen. Die haben auch ein bisschen geschaut, als ich hier gerade im Jogger reingekommen bin. Aber Leute, ich mache Mittagspause. Auch Randy macht mal Mittagspause. Ich war gerade bei Snipes und meine Bewerbung abgegeben. Satt wird man auf jeden Fall. Ja, die Portion ist groß, gell? Das ist immer so das Ding, Bruder. Ich war hier schon mit so ein paar Leuten, die haben immer die Hälfte mitgenommen. Weil das ist so viel. Und das für 15 Euro mit Salat? Ich sag ehrlich, ich bin beeindruckt. Wenn das jetzt noch so schmeckt, wie es aussieht, Bro. Ey, das sieht super aus, ja. Parmesanscheiben. Ich weiß nicht mal, was da alles drin ist. Fragt mich nicht. Fragt Max, schaut Max sein Video. Fragt mich nicht. Das ist Pistaziencreme. Okay, die Portion ist größer, als ich dachte, ja. Da versteckt sich drunter noch was. Und das ist hardcore mächtig. Ich sag dir ehrlich, damit kann man arbeiten. Richtig Mittagspause, aber es schmeckt auch noch sehr, sehr gut. Mir fehlt nur Salz. Ich bin sehr happy, ja. Da ist auch gut Pfeffer drin. Aber irgendwie ist das ein Essen für einen Löffel. Also ich sag euch so, wie es ist. Tanika. Bus geht raus. Ich liebe dich. Ladies and Gentlemen, kein Köln-Trip ohne. Ist das klassische Kölsch? Nee, aber ist gut. Ist gut. Oh. Zum Wohl auf den Köln-Vlog. Beim ersten oder beim zweiten? Das schmeckt am besten, ne? Schmeckt geil. Genau diese Größe, ich sag euch ehrlich. Zwei Schlücke Größe. Genau. Herzlich willkommen, Anton in der Show. Guten Tag, unrasiert. Also ganz kurz hier Fazit zu Tanika. Das ist wirklich leckeres, solides Mittagessen gewesen. Ich habe einfach nichts auszusetzen, ich bin zufrieden. Preis-Leistung wahrscheinlich sehr schwer schlagbar. 62 Euro für drei Leute, also 21 Euro pro Person so. Danke fürs Bezahlen. Ja, weißt du doch. Sieht auch sehr, sehr süß aus. Ich werde jetzt nicht hier so übertrieben viel filmen, aber schön hell. Kann man schön sein Mittagessen genießen, ne? Bitte hier nicht küssen, zu viele Handys, mein Kerl. Das ist die Line überhaupt. Bro, das werde ich heute zu jedem sagen, der kommt. Hey. Schaut mal. Haben wir nicht gerade vorher im Rewe noch diese anderen Chips gekauft? Das ist auf jeden Fall eine neue Packung von Rob's Crunchy Puffs. Danke, Dave, für diese Packung. Dave hat die eigentlich geschickt bekommen, nicht ich. Ich will auch mehr in der Bro, der Rob macht eher am Die sind so geil, die Crunchy Puffs. Ich habe gerade überlegt, die haben ja Pizza-Flavor, man schmeckt den Oregano. Man schmeckt auch so ein bisschen so dieses Cheese, Tomatige. Die krassesten, die aber je rausgebracht hat, sind die Cheese-Dinger. Die waren so heftig. Die sind halt voll groß, oder? Also ich würde sagen, der, den du hast, ist gigantischer. Das hier ist, das ist eine normale Größe. Also der ist schon, aber jetzt klein ist der auch nicht. Der tut auch locker im Mund. Der ist weh, der tut weh. Du musst jetzt nichts am Schluck machen, der aufräumen muss. Ja, wenn man im Mund. Ey, Jesus, was ist das im Himmel? Also, was heißt oben unten? Einmal. 3, 2, 1, go! Oh! Oh mein Gott, ey, ich dachte so. Ah, jetzt haben die alle Schiss, so Hand so zu machen, dann will ich die einziehen. Ja, okay. Hey, okay. Das ist auf der Kamera. Das ist in der Vorrunde. Oh mein Gott. 30. 30 Euro, was macht? 30 Euro bar. Wer macht? 50? Ja. Boah, 30 ist schon auch einmaliges 30 ist schon gutes Angebot. Nee, Alter. Das ist ein sehr guter Stunde. Wow. Okay. Da verdient aber jemand sehr, sehr viel Geld. Okay. Wow. Nee. 40. Herzlich willkommen vom 25 Hours Hotel, Ladies and Gentlemen. Wir checken jetzt mal kurz ein. Da muss ich noch ein bisschen was arbeiten und dann sehen wir uns später. Garre. Ich checke ein unter dem Namen Randy Gamble. Ladies and Gentlemen, willkommen im Hotelzimmer. Wir haben auf jeden Fall ein kleines, wie nennt man das, Goodie Bags? Goodie Bag bekommen, eine Cap, eine Jeans. Ey, ich schwör, die Jeans habe ich schon bekommen von denen. Vielleicht verlose ich die an euch. Was haben wir hier noch bekommen? Das ist geil.
Ich weiß nicht, ob mir das passt. Und, was ist das? Karl Kanai, oder? Jo. Schreibt was in die Kommentare. Jetzt geht's gleich zum Konzert. Kuss geht raus. Ladies and Gentlemen, wir haben hier das rosane Red Bull. Was machst du in meinem Hotelzimmer? Ne. Schmeckt nicht? Ne. Und ist sugarfree aber. Ja. Ist completely ass. Hier meldet sich Randy aus der Zukunft. Eine kleine Roomtour des Zimmers sieht aus, ja, weil die Nacht ist schon vorbei, aber das zeige ich euch trotzdem jetzt einmal. Top Hotel, wirklich 10 von 10. Ausblick. Es sieht irgendwie crazy aus, obwohl man keinen Ausblick hat. Und ja, Fernseher hat man. Dusche ist ein bisschen weird, weil ich muss dann die Vorhang zuziehen. Und Toilette. Danke, Snipes, für die Einladung. Wirklich, Kuss geht raus. Jetzt geht's weiter im Video. Ein Ausblick zum Verlieben. Kölle, Kölle, meine Perle, sagt man eigentlich nicht, glaube ich. Also, Ladies and Gentlemen, wir sind hier auf jeden Fall in der Monkey Bar. Da sind allerlei Insta-Flancer, Minster-Flancer, allerlei Leute. Monkey Bar ist das gleiche wie in Berlin eigentlich. Über dem 25-Hour-Hotel gibt es so eine geile Bar. Und mit dieser ganzen Crew werden wir auf jeden Fall in eine Lounge gehen und miese einen reintrinken. Companion Sour, Ladies and Gentlemen, das trinken wir gerade. Wir wurden hier sehr, sehr gut empfangen, ich sage euch ehrlich. Macht Spaß. Es zieht sich alles noch ein bisschen. Wir haben es gerade 18.18 Uhr. Ich soll eine YouTube-Karriere starten. Dann starte ich die für dich. Randy startet meine YouTube-Karriere. Dem Mann sein Insta werde ich unten verlinken, auf jeden Fall. Haben die schon da hinten reserviert, oder? Die coolen? Ich will nur wissen. Ladies and Gentlemen, wir haben hier noch eine Goodie-Bag. Das haben wir auch bekommen. Hey, warum machst du aber eine coolere als ich? Mal ganz kurz. Mein Bruder, ich weiß nicht. Können wir Licht noch mal kurz anmachen? Ja, ja, ja. Können wir noch mal große Licht auch anmachen? Ich will zu viel, gell? Weil wenn ich wie Frauen rieche, gefällt es den Frauen auch. Nee, du hast für Männer, Bro. Ich hab schon gesehen, was du gemacht hast, mein Bruder. Ich hab schon gesehen. So werde ich da jetzt auftauchen wegen dir. Langsess ist nicht ready für uns, Cousin! Yeah! Danke, dass ihr alle da seid. Ja, danke! Lasst uns komplett mit heute, Leute. Wir sehen uns gleich an, oder? Viel Erfolg, gib Gas. Gib Luciano einen Kuss auf seine Stirn von mir. Guten Abend. Abend. Ich will richtig kontrolliert werden. Nein, Spaß. Ah, oh, krank gut kontrolliert, Bruder. Hast du die Kamera da fertig? Nein, Bruder. Ah, tatsächlich stimmt. Außer du bist von der Presse. Mate, shut the f***. Ladies and Gentlemen, wir haben es doch irgendwie hier reingeschafft. Wir sind drin. Mit Kamera. Ich weiß noch nicht, das Problem ist, ich darf eigentlich nicht nach unten mit der Kamera. Das ist das einzige Problem. Aber wir geben unser Bestes. So, we made it, ladies and gentlemen. Ey, ich sag so, wie es ist. Diese Arena ist goddamn big. Wie viele Menschen passen hier rein? So 20.000? 20.000, genau, ja. Boah, und alles ausverkauft. Sind die Plätze aber mit Loge berechnet oder ohne? Danke. Mit. Also altogether 20.000 Maximalkapazität. Okay, okay. Indoor die größte Deutschlands. Ah, okay. Haben wir wieder ein bisschen Bildung hier auf dem Kanal auch, gell? Weil jetzt wird's gleich ein bisschen bildungsfreier auf jeden Fall. Das ist jetzt die Lounge hier. God damn. Sehr, sehr gerne. Viel Spaß. Das sieht ja aus wie eine Hausfahrt hier. Garreng. That looks amazing. Größtenteils der Insta-Flancer hier, die sind alle aus dem Fashion-Bereich. So viel ich weiß. Und Box-Bereich. Was gibt es hier so alles zu essen in deinem Lounge? Baby. Das war Gemüse mit Reis. Hey. Das ist some healthy stuff in there. Das hier? Ich weiß nicht mal genau, was das alles ist. Das hier ist Apple Crumble, glaube ich. Streuselkuchenmäßig mit Erdbeeren, Konfitüre. Einfach so tun, als wäre die Kamera nicht da. Das kann man nicht. Wenn ich so einen Becher jetzt klauen will, also nur mal ja, hypothetisch. Doch, nimm doch mit. Ah, okay. Ist gut. Gut? Echt gut, ja, ja. Ja, ist ein bisschen scharf. Knoblauch. Knoblauch, genau was für mich. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Fingerfood. Das sieht aus wie grünes Pesto mit Knoblauch. Ist okay. Ich glaube, dieser ganze Blätter hier wird immer besser, umso mehr du trinkst. Was sagst du zum Essen, Bro? Ja, super. Ich habe zwar keinen Hunger, aber... Langsam aber sicher, Ladies and Gentlemen, füllt sich dieser ganze Lachs hier. Sieht man das? Boah, was ist das für ein Winkel eigentlich? Da, irgendwo, da wird der Mann dann so...
Lecker! Was für Adlibs auch noch machen wird. Wie schmeckt das Essen? Mega gut, mega richtig geil. Das Chicken ist ein bisschen medium rare. Gerne! Garre! Ich okay, aber. Gar nicht? Ich habe wahrscheinlich schon so 40 GB verschwendet, weil ich ganze Zeit denke, dass es losgeht. Das kannst du reinschneiden. Ich war ready. Yeah. Er ist fertig mit Duschen, da kommt er. Erster Song? Boah, nein, weiß ich nicht. Meine Herkunft block, stur, denn ich trau nur Gott. Hey, ich sag ehrlich, die Leute da vorne, Loser. Oh, da ist ein bisschen ausrasten. Wir werden da noch runtergehen. Rump D, dein Ex-Girlfriend ist Scooby. Ich mach ein Hotel mit dem Movie. Too much stress for the Mondays, heute sind better die Days. Too much stress for the Mondays, heute sind better die Days. DJ so großer Sind Gentlemen, ich sag so, wie es ist, der Verrückte, komm mal her. Der verrückte Mann hat die Entscheidung gerade getroffen. Ist egal, wir gehen da jetzt runter. Hä, hey, wo willst du hin? Runter. Wir gehen jetzt in die Moschpitz. In die Moschpitz rein. Wenn wir da reinkommen. Natürlich kommen wir da rein. Bro, du kannst nicht mit Bandana so das schon rein. Krank. Der Giat. Ich schwöre, niemand könnte dich. Wow. Hast du Plan? Zugang zur Millennium! Der Chef von Kai Kani, alles bestätigt. Yes. Alles bestätigt. Dankeschön. Garren! Yeah! Yeah! Du bist die Legende. Dankeschön. Bitte.
Du hast uns den perfekten Abend gemacht, will ich dir nur sagen. Bruder, ich bin der SUV! Ey, das ist der letzte Song, das ist alles von dir. Oh, Junge. Ich schwöre, es war geisteskrank. Nein, wo ist der? Hey, wo ist der verrückte Albaner eigentlich? Number one. Du bist auch mein Number one. Kein Kommentar. Ja. Oh mein Gott! Hey. Oh mein Gott! Central! Hey, Central Zero! Sag mal, was Nachtflug ist jetzt? Ein Club. Lea sagt ja. Und Lea fängt auch Lea, ein schönes Mädchen. Werner, vielen, ja, vielen Dank. Freut Rainer. Mich, ich bin der Rainer. Gut, Rainer, die Bullen sind unterwegs. Komm mal hin jetzt. Schiss, also, das sind die Leute, wir haben auf jeden Fall hier auseinandergenommen, ja? Fazit zum gestrigen Abend, ich sage euch so, wie es ist. Konzert. Also eines der krassesten Konzerte, wo ich je war. Einfach nur, weil diese Arena schon mal geil ist. Dann Show war eh auch krass, muss ich ehrlich sagen. Der Typ, ich weiß nicht, der kam von oben, der kam von rechts, von links. Dann waren wir unten in der Crowd. Ich weiß nicht, wie viele Einschnitte davon drin sind, weil das muss ich mit dem Handy filmen. Wir mussten uns an Security vorbeischleichen. Aber alle, die dabei waren, top Leute. Also ich bin ehrlich, so, das passiert nicht immer. So Insta-Fluencer-Treffen sind manchmal auch einfach ein bisschen. Ich sage euch so, wie es ist. Ich mag auch so viele Influencer nicht. Ich habe dementsprechend auch geschlafen. Wir waren noch in einem Club. Nachtflug. War komplett Game Over da drin. War crazy lustig. Und dann sind wir noch Döner holen gegangen. So. Ich war so um 4 im Bett. Plan ist, ich wollte eigentlich gestern nach dem Konzert zum Kebabland gehen. Das ist das Problem. Also, war ich natürlich nicht. Ich will aber heute zu Kebabland gehen. Und zwar jetzt dann irgendwann. Das hier, kompletter Bluff. Ich habe das ganze Wasser ausgetrunken, was ich hier habe. Das ist wenigstens sugar-free. Schmeckt nicht mal, wenn man Durst hat. Uah. Liken, kommentieren, abonniert den Kanal. Bis zum 27.04. wollen wir die 100.000 voll machen. Eine Frage habe ich noch. Was steht da oben links? Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Guten Tag, Deutschland, Österreich. 25-Hour Circle Hotel, The Circle. 10 von 10 Hotel. Ich sage ehrlich, 10 von 10. Meine Empfehlung. Wir werden auf jeden Fall jetzt gleich zu Kebabland fahren. Wir holen noch einen Homie von mir ab. Der Mann, den wir jetzt abholen. Nee, ich lasse ihn das gleich erzählen. Das ist wirklich, also ich hätte es eigentlich auf die Afterparty von Luciano geschafft. Das ist wirklich, mein Herz hat geschmerzt heute Morgen, als ich die Nachricht bekommen habe. Wetter in Köln, ass. Was geht, mein Bruder? Was geht? Geht's dir gut? Hi, ja. Freut mich, Benni. Hey. Willst du mir wirklich sagen, dass ich hätte auf die Afterparty kommen können? Na klar, Bro. Wie viele Frauen? Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen, Köln-Ehrenfeld. Genau, vor Kebabland, Ladies and Gentlemen. Was? Es ist sehr, sehr lange her, dass wir hier waren. Ich hoffe, wir kriegen Platz, es ist sehr, sehr viel los. Wie geht's euch? Dankeschön, bei dir. Alles super. Ich werde mir auf jeden Fall, glaube ich, einen gemischten Teller bestellen. Was willst du? Für mich diese vegetarische Teller. Adana-Teller. Gemischten Teller? Ja, drei Getränke, ich weiß nicht, so Eistee und sowas machen. Ah, klar. Drei Stück. Dankeschön, Abla. Dankeschön. Das sieht doch gut aus, ein Festmahl. Der Mann hat auch noch nichts gegessen. Die Dame hat auch noch nichts gegessen. Wie lange warst du gestern feiern aber? Ich habe nur eine Stunde geschlafen. Mit wem warst du aber feiern? Ein Mysterium habe ich noch nicht ganz hier kapiert. Du bestellst, erstmal du kannst nur bar bezahlen. Wir wissen. Geh mal, Vlad, Kuss geht raus. Wie merken sie sich, wer was bestellt hat? Das habe ich noch nicht ganz kapiert. Martin ist sehr vorsichtig, sehr gut. Und Benni ist da so voll an. Er hört das so ungern, wenn einer was sagt. Weil das ist der, ja, warst du schon mal hier? So? Seitdem wir das letzte Mal hier waren. Bei Abba-Martella? Ja.
Bro, ich liebe scharf essen. Ich check's auch nicht. Überblank, starke Nummer. Und sehr, sehr ehrlich, schmeckt sehr, sehr gut. Ist das das Restgeld gewesen? 48 Euro. Da geht eigentlich jedes in drei Essen. Ich glaube, der hat dir noch ein 2 Euro schon gegeben, oder? Ja? Es fühlt sich einfach an wie ein Sonntag heute. Du hast schneller gegessen als ich schwör. Du redest auch die ganze Zeit. Nee, Bro. Noch ein kleines Geschenk bekommen. Sushi. Ist das scharf? Hat ich so. Aber ich probier mal. Geht. Ja, scharf ein bisschen. Aber kannst du essen. Ist geil. Ich sage so, es ist Kebabland. Ich hab's vermisst. Und ich würde jeden Köln-Trip würde ich hier einmal vorbeikommen. Ja, schaut es euch selber an. Gemischt. Ich glaube, der Call ist gemischte Teller einfach. Gemischte Teller macht euch glücklich. Ihr habt alles einfach. Ihr habt wirklich alles. Dankeschön, Bruder, ja. Hat alles geschmeckt? Alles super. Warum hast du dich aufgegessen? Ich kann nicht mehr, Bruder. Ich war gestern feiern. Ich wollte eigentlich gestern schon kommen. War lecker? Ich kann nicht mitreden, aber sah gut aus. Ihr müsst euch mal überlegen. Ich habe den Mann einfach zu Kebabland geschleppt. Der ist Vegetarier. Das ist eigentlich frech von mir. Es tut mir leid, ich entschuldige mich offiziell. Das ist in Ordnung, weil es ist deine Stadt. Okay. Leider konnten wir nicht mehr irgendwas Süßes in der Stadt essen. Wir wollten eigentlich noch irgendwas Süßes essen. Hat leider nicht geklappt. Shoutout geht raus an Bene. Und ja, wir haben Luciano nicht treffen können. Versuchen wir aber in Berlin. Vielleicht, da wird es kein Footage geben, aber sehen wir uns in München auf der Afterparty. Und vielleicht auch in München auf dem Konzert. Für alle, die ich getroffen habe, unten im Bereich der, wie sagt man, der Crowd, die Stehplätze. Kuss geht raus. Ich habe sehr, sehr viele Leute von euch getroffen. Sing mal. Ich kann das Lied nicht. So, Ladies and Gentlemen, danke fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und ich möchte auch einfach mal sagen, danke an euch für den ganzen Support. Abonniert den Kanal. 27.04. will ich die 100.000 Abonnenten klatschen. War sehr, sehr geil. Also wirklich, Snipes, wenn ihr mich einladen wollt, ich komme mit Vergnügen. Kuss, bye, bye. Viel Spaß mit den Outtakes nach dem Outro. Zu late. Ich habe mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Bis zum 27. April will, bis zum 27. April. Junge, kann ich nicht sprechen oder was? Schlüssel nehmen wir mit. Garay! Das nenne ich doch meine super Überraschung. Ein dickes Shoutout geht raus an Max. Danke fürs Zusenden der Pasta Poesia. Kuss geht raus. Vielleicht sollte ich nicht so laut sein in der Früh. Das Chick macht auch gleich so pup, 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 pup. Lissio, Baby, wenn du das siehst, ne? Ich ruf Susi an. Wen rufst du an? Seine Ex-Freundin. Du? Jetzt kannst du jetzt vielleicht nichts bei mir im Video sagen. Also. Dieser Schuh hier ist eine 10 von 10. Ich liebe diesen Schuh. Also wann bin ich eigentlich Fashion-Insta-Flancer jetzt hier? Warum ist das Zimmer so schlecht beleuchtet, Mann? Wer? Darf das? Was, Bruder? Darf das? Ach so. Darf das? Nein. Oder darf das nicht? Warum hast du keinen Zugang? Du Lappen. Das kann man sagen, du Lappen. Du, L. Ja. Weil das Ding ist, wir haben gewartet, ne? Ja, du ja. Und er. Ich und er. Wow. Wir haben gewartet. Ey, macht mal nochmal Zugabe, Leute. Zugabe. Und wir, seine Sikera Morok. Das ist geil. Ich weiß nicht, ob mir das passt. Das ist jetzt ein bisschen random. Und? Ich geh mit dir auf jedes Festival, wohin du ja? Willst, Cousin, wohin? Ja. Ey, Emily kann einfach gar keine Lyrics. Sie kann keine Lyrics. Brothers, I say that I love them, but I don't swing that way. Yeah, I'm a central. Road is tot. Da ist einfach central, see, die Leute sind tot. Let's go. Bitte hier nicht küssen, zu viele Handys, Magial. Er macht mich nervös, ja? Ich schau nur, was die Fashion so treibt.